Wir kommen zum Fundstück der Woche. Das ist dieses Mal eins meiner Lieblingsbücher aller Zeichen. Es ist das Survival-Buch, ein Buch über Tipps, wie man in der Wildnis überlebt. Und das ist wunderbar. Es hat ganz tolle Formulierungen. Es fängt zum Beispiel vorne an mit dem Satz Warnung. Bei Lebensgefahr gibt es häufig keinen gefahrlosen Ausweg mehr. Ach was. Wir empfehlen Ihnen daher, sollten Sie in eine in diesem Buch geschilderten Situation geraten, sich an einen Experten zu wenden, der sich professionell damit auskennt. Wir garantieren keinenfalls, dass all diese Ratschläge vollständig, sicher oder fehlerfrei sind. Was eigentlich ganz schön wäre bei Themen wie Durchführung eines Luftröhrenschnittes. Oder wollen Sie da Ihre Tante Ilse mit dem Taschenbuch über sich sehen und dem Text, na, ich weiß nicht, ob es klappt, ist ja keine Garantie drauf, ich mach mal, ja? Was gibt's hier noch? Abwehr eines Hais, Austricksen eines Pumas, Begegnung mit einem Bären, Flucht vor Mörderbienen. Das ist auch sehr schön illustriert, das habe ich Ihnen mal hier hochkopiert. Das wäre die Flucht vor Mörderbienen. Ich glaube, das ist derselbe Illustrator, der damals bei Edith Blyton die 5-Freunde-Bücher gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gucken mal, was man mit den Bären macht. Begegnung mit einem Bär. Was tun Sie, wenn Sie einen Bären erblicken? Es gibt keinen garantierten Sicherheitsabstand zu Bären. Je weiter weg, desto besser. Guck mal an, ja? Sehr interessantes Survival in der Wildnis ist das Kapitel Rammen eines Autos. Erstens, schalten Sie, wenn möglich, Ihre Airbags aus. Zweitens, fahren Sie mit den vorderen Beifahrerseite Ihres Wagens auf Höhe der Hinterachse in den gegnerischen Wagen. Drittens, geben Sie Gas und fahren Sie so schnell wie möglich davon. Ja, wäre mir auch eingefallen. So. Auch geheimnisvolle Sachen werden gelüftet, zum Beispiel hinten die Symptome für Knochenbruch, meine Damen und Herren. Und es steht hier wirklich. Erstens starke Schmerzen. Zweitens starke Blutungen. Drittens Knochen ragen durch die Haut. Unser Fundstück der Woche. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch zwei Sachen aus diesem wunderschönen Fundstück vorlesen, aus diesem wunderschönen Survival-Buch. Zum Beispiel das Thema Erkennen einer Briefbombe. Ich sag nur, was hier steht. Erstens, achten Sie auf ungleichmäßig gepackte Pakete. Zweitens, ungewöhnlich sind handgeschriebene Adressen. Drittens, verschnürte Pakete sind verdächtig. Viertens, achten Sie auf kleine Pakete, die übermäßig frankiert sind. Das trifft jetzt alles auf das Paket von meiner Oma zu, was immer Weihnachten kommt. Ja? Jetzt bin ich etwas verwirrt. Und mein Lieblingskapitel ist Überleben bei einer Schießerei. A, wenn Sie die Zielscheibe sind. Erstens, entfernen Sie sich so weit wie möglich. Zweitens, fangen Sie nicht an, die Schüsse zu zählen. Drittens, biegen Sie so schnell wie möglich um eine Ecke, besonders wenn Ihr Verfolger eine Maschinenpistole hat. Unser Fundstück der Woche.